Angriffe überall. Gib mir Stahl, gib mir Chips. Ja, ist okay. Da ist die Modulfabrik. So, mach die Kiste weg. Mach eine tolle Fabrik hier hin. Und du stellst bitte 3er-Module her. Du brauchst dafür noch eine andere Kiste. Keine große Kiste, eine kleine Kiste. Und zwar brauchst du Stahl, Grün und Rot. Stahl, Rot, Grün. 100, 100, 100. Die rein, die rein, die rein, die rein, die rein. Und da... Was ist noch? Large-Kisten? Nein. Da. Tu die da rein. So kann ich sie hinzufliegen lassen später. Und da kommen jetzt die ersten MK3-Dinger. Sehr gut. Fangen wir gleich an mit MK4. Hm? Die brauchen sehr viele rote, grüne, ein paar hellblaue. Produktivität. Ups, die alten machen, glaube ich, 15. Also die alten, sage ich schon, die hier. Ja genau, das sind immer 5er Schritte. Also die machen jetzt schon 15. Dann habe ich 2. Die sollen rein. Genau, gib mir Zeug. Macht es Sinn, die jetzt da rein zu tun? Wenn wir die eh gleich brauchen für die 4er und die 5er. Nee, macht es nicht. Das heißt, ich nehme die jetzt mit und hau sie wo rein? Wo macht das noch sehr viel Sinn? Bei Erzen, damit wir nicht gleich die nächste Basis suchen müssen. Soll ich jetzt echt Mining Drills vollhauen mit den tollen neuen Produktivitätsmodulen? Da kommen wir doch niemals hinterher. Oder? Wie schnell werden die produziert? Das ist einer. Nicht wirklich schnell. Bei der Lava? Nee. Uff, muss ich gucken. Oh, hier ist schon mal erstmal wieder was zu tun. Ja. Du bist auch bald alle. Ich muss dich mal ganz kurz versetzen. Und zwar ein weiter runter, damit du das da auch noch mitnimmst. Aber falsche Richtung. So. Dahin. So, diesem Arbeit. Eisen war nicht das Problem. Problem war Kupfer. Hier unten. Wir haben nicht genug dreckiges Kupfer. Das heißt, ich hätte gerne dich. Da und da. Da und da. Und eine Kiste hier, eine Kiste da. Alles ist im Roboter-Einzugsbereich. Ja, alles hat Strom. Ja, alles ist gut. Schön. Dann bringen wir das Ganze hier mal ein bisschen durcheinander wegen der Einanlage da. Bringst total durcheinander. Aber sehr schön an Robotern, die sind da sehr flexibel. Ja, das kriege ich auch hin. So. Dann noch ein da. Ist das schön eklig. Dreier? Nein, 2er-Module. Zing, 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 zing. Ich habe nicht genug 2er-Module. Ja, komm. Hauen wir die ersten 3er hier auch schon rein. Hauptsache, alle haben Module. Und zwar einigermaßen okay Module. Das, also Kisten. Da. Kiste, Kiste. Hauptsache, wir haben jetzt genug Kupfer, Erz. Hier machen wir mal zu. Damit wir hier später besser unsere Maschinen bauen können. Zu, zu. So, dass wir hier auch besser durchkommen. Okay. Also, Kupfererz müsste jetzt genug da sein. Alle Zentrifugen müssten wieder arbeiten. Dadurch haben wir wieder mehr Flüssigkupfer. Ist okay. Verteidigung. Das ging ja richtig schnell. Geil. Sehr geil. So, das Ganze nochmal. Research.
Hammer. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Okay. Das heißt, ich husche jetzt schon mal nach oben und mache die nächste Fabrik hinten dran. Hör auf, die da zu produzieren. Mach die nächste Dreierfabrik hinten dran. Bau gleich noch eine, weil da kommt gleich noch eine Fabrik dazu. Ja, das könnte jetzt ein bisschen länger dauern, weil das sind halt 4, 3, 2, nicht 3, 2, 1. Aber ich hoffe, wir schaffen das trotzdem. Das heißt, du kommst jetzt weg. 10 Stück, sehr schön. Du kommst jetzt weg, die Fabrik kommt da gleich hin. Okay. Fabrik kommt da gleich hin. Dann kommt die andere Fabrik dahin. Ich kann schon mal ein Ärmchen nehmen. 1, 2, 3. Du von da nach da. Da kommt die nächste Fabrik hin. 1, 2, 3. Da kommt die nächste Fabrik hin. 1, 2, 3. Da kommt die Kiste dann hin. So. Gib mir das da. Also, hier wird eine hergestellt. Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer. Ich habe eins zu viel gemacht. So. So. Boah, Jungs, könnt ihr mal schneller arbeiten? Ich brauche eine Fabrik, die Fabriken herstellt. Da. Du stellst bitte her die Module da. Du brauchst dafür rote und Stahl. Okay. Kein Roboport. Da, ich mache einfach mal... Was? Q, Shift rechts, Shift links. Und mach bei dir die Grünen weg. Du brauchst kein Grün, richtig? Dafür brauchst du 5 rote. Oh, die brauchten auch 5 rote. Also es fällt einfach nur grüne Chips weg. Das ist super. 2 Türme zerstört direkt. Keine Mauern. Das werden die Spucker gewesen sein. Schon wieder ein Turm zerstört. Oh Gott, jetzt kann es losgehen. Stell her Munition. Das ist mein Weckruf. Nächste Folgen. Unbedingt die Edelsteingeschichte anfangen. Also Bronze herstellen, damit dann die anderen Maschinen bauen, dann die Edelsterne polischen, damit wir losgehen können und Sachen töten. Wo war das? Was haben wir da? Big Biter, Big Biter, Big Biter, Big Biter. Ja, die Spucker haben noch keine Leichen zum Einsammeln. Aber es ist schön zu wissen, dass unsere Anlage schneller Lasertürme aufbaut, als ich hinlaufen kann zum Gucken. Haben wir noch Lasertürme? Gib mir bitte mal 100 Lasertürme. Könnten wir auch in die Logistikdinger reinbacken, aber ich habe da langsam keinen Platz mehr. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. So, da haben wir schon doppelt gesichert. Hier sichern wir jetzt auch noch doppelt. So kleine Lücken zwischendrin, damit man durchgehen kann. Sauber machen tun wir das alles später. Ecke, Ecke braucht mehr. Oh nee, da ist nicht gut. Da können die eigentlich getroffen werden. Aber na gut. Türme sind hier inzwischen eh Wegwerfware, das ist okay. Krass. Oh. Oh. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass 5 das Ende ist. Falsch. Es geht noch höher. Es geht bis 8. 25 lila Module. Dafür sind die Sprünge dann noch höher. Produktivität 40, Produktivität 50. Das ist sehr abgefahren. Jo, mach mal. Du schaffst das schon. Weil wenn wir die Module erst einmal haben, die gehen ja nicht kaputt. Also jedes Mal, wenn wir einen neuen Mining Drill aufstellen, weil der alte leer ist, kommen die Module hier wieder raus. Das heißt, unsere Priorität sollte dann wahrscheinlich wirklich darauf liegen, erstmal nur die Produktivitätsmodule zu bauen und dann nach und nach im kleinen Maße abzubauen. Aber das klappt doch niemals. Ich kann doch nicht im kleinen Maße abbauen. Ich habe jetzt schon eine riesige Eisen- und Kupferzerstöranlage gebaut in Form einer riesigen Fabrik. Da kann ich jetzt nicht anfangen, nur mit 1, 2 Drills zu arbeiten. Aber gut. Ist alles auf dem richtigen Weg. Schön, 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 schön. Ich gucke jetzt erstmal kurz zu dem Kupfertank. Um zu schauen, ob der sich vielleicht mit ganz viel Glück jetzt doch langsam füllt. Derweil kann das hier abgerissen werden.
das da abgerissen werden. Das nehme ich mal mit. So. Das hier abgerissen werden. So. Kupfertank. Wo bist du, Kupfertank? Er ist immer noch leer. Sehe ich von hier aus, ja. Sind die jetzt wenigstens durchgehend am Arbeiten? Das sollte ich überprüfen. Also Roherz auf Fließbändern kommt fast gar nichts mehr an. Weil halt nicht mehr so viele damit angeschlossen sind. Was ist mit dir? Oh, Sludge-Abtransport ist ein Problem. Du hattest auch nur eine ganz billige Pumpe und du hast keinen Strom. Wir brauchen bessere Pumpen. Dafür brauchen wir die anderen Engines. Kampf ist okay, Kampf ist okay. Ich brauche rote Engines. Dum, 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 dum. Hier. Hör auf, Skynet zu befüttern. Hä? Jetzt haben wir wieder 480, 481, 482. Was ist da los? Also die Zählung ist teilweise komisch. Weil das Maximum der Roboter schwankt gerade. Also dass die linke Zahl hoch und runter geht, ist klar. Weil die Arbeitsaufträge mal da sind und mal nicht da sind. Aber die rechte Zahl sollte eigentlich immer stabil sein. Wenn wir keine neuen herstellen und keine zerstört werden. Sehr komisch. So oder so, hör auf, Skynet zu befüttern. Du gib mir bitte die da. Und tu die bitte wieder. Bau was Schnelles. So. Tu die bitte da rein. Benutzt damit ruhig Speed-Module. Ja. Damit ich davon genug immer vorrätig habe. So, wofür wollten wir die haben? Für bessere Pumpen. Dafür brauchen wir nochmal 4 von denen. Ich brauche echt mehr Logistik-Slots. Wobei, Fuel-Block benutze ich nicht so wirklich häufig in letzter Zeit. Nimm bitte hier die da 50 Stück, ja. Achso, es ist sehr lieb, dass du mir das jetzt hingeflogen hast, aber dafür war es nicht gedacht. So, eine 5er-Pumpe. Zurück zum Sludge. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh. Okay, es sind nicht viele. Aber es braucht welche. Ja gut, verbraucht die, die wir da haben. Neue stellen wir her, sobald wir die 6er-Module gebaut haben und in die Fabrik reingetan haben, die aus den Artefakten die Packs machen. Also hau hin. Ja. Wo wollte ich hin? Genau, Sludge. Sludge wird wieder zu einem Problem. Müssen wir dann gucken. Erstmal war es mir wichtig, hier die Pumpe zu ersetzen. Durch dich. So. Kein Sludge. Speed-Module brauchst du. Können wir jetzt die reinsetzen? Nein. Oh, warte mal. Bau bitte ein so ein 4er-Modul. Wow. okay. Solange bis das fertig ist, bau bitte Speed-Module rein. Das könnte auch bald ein Problem werden. Wir müssen eventuell bald das... Nee. Das da erforschen. Damit die Ärmchen immer mehr auf einmal transportieren können. Weil selbst die ganz schnellen schaffen es jetzt nicht schnell genug da. Oh. Ah, das ist nicht gut. Ja, das Sludge-Problem. Das werde ich auch irgendwie anders neu aufbauen müssen. Wir werden immer die besten Pumpen überall benutzen müssen und immer die besten Rohre. Anscheinend haben wir hier schon wieder irgendwo einen Stau. Ja, Sludge-Rohr ist fast voll. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Könnte einfach so machen. Zumindest eine kurzfristige Hilfe und dann schieße ich die immer wieder weg. Brauche ich zwar Eisen, aber... Was, wenn ich die abbaue? Ja, die gehen sie nicht mal kaputt. Gut, also kippe ich regelmäßig Sludge hier auf den Boden oder ins Wasser, wie sich das für eine Industrienation gehört, und habe dann wenigstens hier keine Probleme. Hm, interessantes Konzept. Mal gucken.
Da schweben Roboter rum, die wollen aufgeladen werden. Die Sludge-Dinger hier. Das habe ich bei denen ja früher auch gemacht. Ich weiß nicht, warum ich irgendwann angefangen habe, drauf zu schießen. Ich glaube, ich musste Aggression abbauen oder so. Weg mit dir. Mit dir. So, da. So. Also, ja, das sieht schon viel besser aus beim Kupfer. Hapert es irgendwo bei euch? Ein ganz kleines bisschen eventuell. Ach, du hast noch kein schnelles Ärmchen. Ja, das müssen wir ändern. Schnelles Ärmchen, schnelles Ärmchen. Du hast schon schnelles Ärmchen, okay. Alles gut. Seid ihr durchgehend am Limit? Nein. Hehehe. Also wir brauchen noch mehr Mining Drills. Das muss später richtig abgehen. Also die technologischen Sprünge, die jetzt durch Dietech möglich sind, sind wesentlich höher als vorher. Weil später können wir ja Mining Drills... Oh. Später können wir ja Mining Drills bauen, die dann 5 oder so Modulslots haben. Und da kommen dann jeweils 50% Produktivitätsmodule rein. Das ist Hammer. So, Speedmodule sollten wir auch den Sprung demnächst machen. Aber erstmal jetzt hier, du. Kiste hast du. Achso, du hast kein Ärmchen bekommen. Okay, bist am Arbeiten. Und die passen nicht rein. Okay, da geht der Trick schon mal nicht. Oder das war gar nicht geplant und wurde inzwischen gefixt. Na gut. Ich sollte aber erstmal abspeichern, das ist schon eine ganze Weile her. Speichere jetzt also ab und in den nächsten Folgen machen wir hier die Reihe weiter bis zur 8. Zwischendurch stellen wir die 7er her oder 6er her, tun sie in die Fabrik, die die Lila Science Packs herstellt, um dann die 8er zu erforschen. Oh, das läuft richtig gut. Also zum einen, es sieht alles ordentlicher aus, wir bauen alles um, alles wird effektiver und überhaupt. Schön, 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 schön. Also bis gleich.